Könnt ihr das sehen? Das ist mein Thermometer, ne? Bei mir sind es 15 Grad drin. Heftig, ne? Dann werde ich mal kalt duschen gehen. Gestern, genau so habe ich gestern aufgehört. So. Das wäre Anschlag, die komplette Kälte. So habe ich gestern aufgehört. So habe ich gestern geduscht. Aber nicht ganz. Zum Anschlag. Weiter geht's, ne? Wie schon erwähnt, bei mir ist immer ein Tag zurück. Das Video kommt immer einen Tag später. Wenn du es wie du siehst, dann ist bei dir dann Donnerstag, ne? Bei mir ist Mittwoch. Okay, heute Mittwoch, nachher um 20.50 Uhr auf dem Abend, ne? Haben wir den Neumond in Jungfrau. So sieht es denn aus. Der sechszackige Stern, also sieht ihr die 120 Grad Aspekte, ne? Die zwei große Trigone, der sechszackige Stern ist dann wieder am Brechen. Und dann, ne, beobachtet man einfach mal die Menschen halt, was so abgeht und allgemein mit dem Wetter und so, ne? Okay, wie geht es dir? Mir geht's gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Am besten Fernsehen auslassen, ne? Ihr wisst, Fernsehen berichtet immer negativ, dass du schlechte Laune bekommst. Du sollst dich ja mal aufregen. Im Fernsehen ist eine Show, ne? Show. Ein Theater, wisst ihr ja, ne? Wenn du dich aufregst, dann wird dein Immunsystem gesenkt. Deswegen wird auch immer negativ berichtet, immer pessimistisch, dass Menschen immer krank bleiben, ne? Das ist, wenn man sich aufregt, wenn man schlechte Laune hat, dann ist dein Immunsystem um ein einiges, um Vierfaches, ganz weit von dem Level unten. Das heißt, ein Mensch kann bei dir einfach mal dran an dir vorbeilaufen, macht einfach mal so, hatschi, boom, und dann bist du krank. Aber hättest du immer gute Laune und so, ne? Dann ist ja dein Immunsystem ja um einen Pegel höher, ne? Als wie wenn man immer schlechte Laune hat. Die Leute, die immer schlechte Laune haben und so, ne? Schaut mal denen ihre Gesichter an. Immer die Fresse nach unten gezogen, ne? Die sehen von Hause aus immer krank aus. Okay. Neumond, Jungfrau. Heute nachher 20.50 Uhr. So, bei mir ist 15 Grad hier drinnen halt. Muss auch langsam mal einen Klimaanlage machen. So ein bisschen, und dann wird es morgen ein bisschen frisch. Ab 21 Grad. Ne? Also wenn wir uns nicht bewegen, die Menschen, wir sitzen einfach nur. Es sind 21 Grad oder 22 Grad, ist nur die Frage der Zeit, da fängst du an zu frieren. Wer meint oder sagt, oh, 21 Grad, ja, bla bla bla, ach, ist ein Spinner. So, ich muss mal wieder die Lampe wieder ein bisschen heller machen hier. Geht gleich wieder weiter, ne? Sprossen und so. Aber erst einmal. Brennnesseltee. Ne? Schön, Brennnesseltee. Immer schön rein damit. Ne? Kann ich dir mal schon empfehlen, Brennnesseltee. Oh, lecker. So, okay. Primär, sekundär, ne? Wir machen da schnell mal einen Saft. Ich habe aber heute, gestern, habe ich, also ich habe keinen Ingwer, ich habe auch keinen Ingwer gekauft. Weil der einfach, die Gage scheint ein bisschen älter gewesen zu sein. Ich habe jetzt hier 1,2 Kilo Möhren. Ne? Möhren, Kilo Möhren, kostet momentan so unter 2 Euro. Ne? Okay, dann eine Zitrone. Gleich geht's wieder los mit die Sprossen, ne? Achso, vorne weg. Genau, das war voll chaotisch, ne? Ist doch geil, ne? Lass mal vorne weg. Hi. Rein theoretisch, also in der Vergangenheit habe ich euch auch schon mal mitgenommen, ja? Also wie Sprossen immer auch in Safte. Alfalfa-Sprossen kann man auch entsaften. Wenn man Sprossen zieht, kein Obst und kein Gemüse hält danach mit, Leute, ja? Also kein Obst und kein Gemüse hält mit Sprossen mit. Rein theoretisch, also man kann ja Sprossen entsaften auch, ne? Also, aber dann nimmt man einen Smoothjuicer. Zentrifugal geht's nicht. Ne? Also rein theoretisch, also dann habe ich euch auch mitgenommen, ja, wie ich einfach Sprossen mal entsaftet habe, ne? Oh. Also nochmal, kein Obst und kein Gemüse hält dann mit. Also. Ich habe auch schon mal in der Vergangenheit mal gezeigt, ja, das war ja mein absoluter Stolz gewesen, ne? Ah, muss ich mal zeigen nochmal. Das war ja mein Stolz gewesen, hab ich zum ersten Mal gemacht, ne? Siehst du? Nur rüber. Nur rüber. Kannst jetzt auch in Sprossen ziehen, dann halten die ausgewachsenen Möhren nicht mehr mit, wenn du die in Sprossen ziehst. Und Sprossen, halt meine Möhren, und der wird ja eigentlich auch rein theoretisch als ein Medikament verwendet. Ne? Gerade Leute, also in der Therapie, gerade Leute so mit Lungenkrebs, wird die Möhre in der Therapie angewandt. Ne? Und das schon nicht seit, erst seit kürzlich. Die Möhre, ne, die ist schon seit tausenden von Jahren bekannt in der Medizin. Immer so, aber in Sprossenform noch krasser. Wer hätte denn die ausgewachsene Möhre nicht mehr mit? Okay. Ich habe jetzt eine Zitrone. Die hält natürlich mit dem Boden, wo sie nicht mal mitkommen. Ne? Die habe ich jetzt drin. Ich mag einfach Zitronen. Ich trinke auch Zitronen, als wäre eine Orange. Halt, ne? Hat Guschmeizeit.
Den habe ich einfach mal zum Geschmacksträger drin. Welke? Ja, Neumond, Jungfrau, ne, bla bla. Betrachte die Videos mal in der Vergangenheit. Weil ich ein Knoblauch mit reinhaue. Primär, also sekundär, primär, hier eine rote Zwiebel. Okay. Wenn du das aber zum ersten Mal trinken würdest, würde das wahrscheinlich dir den ganzen Magen umdrehen. Würde es nicht, wahrscheinlich gar nicht schmecken, ne? Aber mir schon, ne? Geh in den Supermarkt, ne? In den Supermarkt hier. Oh, ich vermisse die Zeit, wo wir Corona hatten. Wo man 2,5 Meter Abstand halten musste. Und das ist erstmal eine Knoblauch essen, ne? Trotzdem kommen immer die Menschen an eine Kasse, eine Schlange, mehr so dicht ran. Die haben dann schon ihre Nase bei mir schon an dem Ohr drin, dass ich den ihren Atem höre. Damit den Menschen mal so hier, weg hier. Dann kommen die da ran, so ran. Merk mal so, weg. Als wären es Vampire, als wollen die mich beißen oder so. Wenn man eine gute Ernährung hat, ich esse kein Fleisch und so, ne? Keine Tiere, ne? Nie. Das riecht ganz anders. Also gerade als Kerl dann hast du einen ganz anderen Körpergeruch. Das riechen die Menschen dann vermutlich bei mir. Oder warum kommen die immer ständig so nah an mir? Ich mache immer so hier weg. Gestern war ich auch im Supermarkt, weil ich wollte mir Ingwer holen, aber der war eine alte Gage. Ich bin immer so nach vorne, so. Wollte mal kicken und dann bin ich wieder so hoch und dann habe ich den umgehauen. Und dann hat er mich annehmen, dann hat er mich angemeckert. Weil er einfach nicht so dicht mit dran war. Ich habe einfach einen Schritt vor, aber ich gucke, weil ich an der Kasse war, wollte mal was gucken, in Tüten, also wegen. Naja. Wollte mal was gucken, dann gibt er so hoch so, und dann BAM! Hat ihn umgehauen. Ist nach hinten gefallen, hat er mich angemacht. Dann habe ich auch nur freundlich gesagt, dann kommt er nochmal so dicht an mir ran. Und dann kam ich auch im Fahrt und er hat erzählt, die kotzt mich sowieso alle an. Ich vermisse die Corona-Zeiten, wo wir 2,5 Meter Abstand halten mussten. Ihr guckt, schaut mal, ihr seid alle so unter Pressing, dass ihr noch nicht mal einmal stehen bleiben könnt. Also Leute, geht gleich weiter mit Sprossen, ja? Geht gleich weiter. Das muss man erstmal schnell, ne? Jetzt macht bitte, um euch zu inspirieren, dass ihr mitmachen könnt. Es geht um Gesundheit, ne? Dann mal Gesundheit. Ne? So. Etwa 1,2 Kilo Möhren habe ich jetzt hier. Also ein bisschen mehr als 1,2 Kilo. Also unter 2 Euro wären das. Eine Zitrone, wenn du einzeln kaufst, also sagen wir mal, wären unter 2,50 Euro. Okay? So. Fertig aus. So, Leute. Wenn ihr jetzt so mitmachen wollt, weil beim Trinken halt, wie erwähnt, wenn man isst, kriegen wir die ganzen Nährstoffe nicht in uns rein. Das hat der Vorteil ja mit dem Säften, wie schon gestern mal erwähnt im Video. Fangt mit der Zitrone, mit eventuell einem Knoblauch, und fangt ein bisschen kleiner an, weil sonst dreht euer Magen um. Wenn man es dann trinkt, das fühlt sich so ein bisschen komisch warm an im Magen, denn da wird es ein bisschen warm. Das ist komisch. Man merkt dann richtig, wie das wirkt. Ne? Das Blut wird dann auch, also gerade für ältere Leute, die Medikamente nehmen, zum Beispiel die einen Blutverdünner haben. Müsst ihr also ein bisschen aufpassen mit Rote Beta oder auch mit Knoblauch, das tut das Blut verdünnen. Man muss dann auch ein bisschen aufpassen mit in der Küche, wenn man Gemüse schneidet. Ne? Weil falls man sich da mal schneidet, dann saftet das Blut ganz schnell raus. Ne? Also man muss dann aufpassen, dass man sich da nicht verletzt. Ne? Also das Blut läuft raus wie Wasser sonst, ne? Das Blut ist verdünnt. Okay. Fangt ein bisschen kleiner an mit der Knoblauch, wegen dem Geschmack. Ich weiß ja nicht, wie viel du dann später mal Saft hast. Man wird eben ein bisschen kleiner anfangen, ja. Ich habe jetzt hier, ja, gleich nachher ein Dreiviertel Liter. Okay. Für den Geschmack zu neutralisieren, die Zitrone, da kann man dann, also, eigentlich, wenn man dann zieht, also, okay, ist ein großes Stück halt, ne. Dann würde man nach nicht riechen, weil die Zitrone neutralisiert es wieder. Allgemein, Zitrone, klar, ist auch gesund, ne, Vitamin C drin und so, bla, ne, wisst ihr. Ja, ich habe jetzt die Zutaten drin. Möhre, das und das, mehr nicht. Okay, weiter geht's eigentlich hier. Ja.
Okay, jetzt geht's gleich los mit Sprossen, ne? Ja. Vorbereitung, meine Mail, Preparations. Es ist Vorbereitung, ne? Für die krasseste Pizza, die ihr dann jemals gesehen habt. Wie ich auch, ne? Aber die tue ich ja selbst herstellen. Erstmal. Ich bin auch an überlegen. Ich bin jetzt so zwietspaltig. Ein bisschen zwietspaltig. Also mir geht's gut, ne? Jetzt wirklich gut. Vital, fit und so. Ich bin irgendwie ein Gemüse-Junkie. Irgendwie ist das eine Sucht. Ich glaube, die nächsten Videos werde ich kein Gemüse entsaften. Dann komme ich schon mit Brennnessel um die Ecke geschossen. Wirklich mal, die sind mir so frisch, die Brennnessel. Die sind so sehr lecker. Wenn die Brennnessel ja klein sind, so ne? Wie ich schon mal euch gezeigt habe, bei mir da im Garten, die sind ja gerade momentan so, ne? Wieder nachgewachsen, dann sind sie am perfektesten. Also wenn die Brennnessel hoch sind, schon fast ausgewachsen sind, sind die ganzen Nährstoffe wieder eigentlich draußen. Wenn sie aber ganz klein sind, ne, dann ist es zusammen explodieren. Mit der Zwiebel auch macht man ein bisschen weniger rein im Saft. Ein bisschen einfach weniger, ja? Wie auch mit der Knoblauch, da müsst ihr euch rantasten. Das ist nur wegen dem Geschmack, klar. Aber auf jeden Fall dann auch eine Zitrone rein. Haupt mache ich ja auch immer. Ich mag Zitronen. Erstmal wegen dem Geschmack und zweitens, das, guck mal, wenn man das nicht gewohnt ist, der Körper nimmt das ja zum ersten Mal so auf, dann nicht, dass irgendwie, das dreht euer Magen um. Ja, es wird dann so ein bisschen warm, man merkt das, etwa für eine halbe Stunde, also merkt man das. Man merkt eigentlich, wie das richtig wirkt, wie dann der Reinigungsprozess im Inneren, wenn der stattfindet, das merkt man richtig bewusst. Das könnte unangenehm sein, erstmal. Von daher, macht langsam, ganz langsam. Ich bin ja fortgeschritten und so halt. Ich mache jeden Tag eigentlich halt, ne? Wie ihr sieht, also ist jetzt genau fast, vor 48 Stunden habe ich dann Wasser eingelegt, ausgespült, raus. Also dann vom Glas, das sind so Restige, die noch drin. Also guck mal, so sieht es aus, ne? Nach 48 Stunden, fast. Dann ziehe ich das an Sprossenhaus. Ich möchte das mal kurz erklären, es gibt nämlich mehrere Sprossenhäuser. Ich habe das halt, ne? Man könnte jetzt quasi hier Wasser reingießen. Könnte man, ne? Dann läuft es gleichmäßig immer runter zu den anderen Dingen. Ihr seht ja, ne? Hier sind so Löcher drin. Da läuft das Wasser gleichmäßig runter. Ist wie so, wenn man gießen würde mit der Gießkanne. So gleichmäßig. Ne? Dann gibt es andere Sprossenhäuser. Da läuft das Wasser an der Seite so komisch rund. Ach, das ist halt die Scheiße, Leute. Finger davon weg. Also, den so einen Kack hat mich das noch nicht mal angeschafft. Dafür wollen die dann 25 Euro haben. So ein Sprossenhaus hier, so mit 3 Etagen. Man kann es noch höher machen, viel, viel höher, wie du möchtest, ne? Ich habe damals 35 Euro gezahlt. Ist okay. Macht sich auf jeden Fall dann später bemerkbar. Bezahlbar, meinte ich. Also, ich habe noch nie hier Wasser reingegossen. Habe ich noch nie benutzt. Rein theoretisch bräuchte man die Haube auch gar nicht drauf machen. Ich habe es mal so gemacht, weil es irgendwie schick aussieht. So, ne? Okay, so sieht es jetzt aus. Ne? Ich habe dann gestern Abend, also morgens, wie ihr gesehen habt, morgens und abends habe ich das gemacht, was ich jetzt mache. Mit der Pumpe, ne? Ne? Dann mal wieder so. Und das war's. Ne? Fertig aus. Guck mal, ich habe jetzt da drüben, da habe ich ja die Mungbohnen und Grünkohl. Könnte ich jetzt auch hier rüberlegen. Der macht sich einfach schneller und einfacher und besser. Man spart da immens viel Zeit ein. Okay? Hier ist der Rucola. Ne? Fängt den jetzt auch an. Wenn ich jetzt mal hier runter gucke, warte mal, halt mal, ich gehe mal hier so runter. Muss ja mal so ranzoomen. Seht ihr das hier unten? Da, seht ihr das? Da sind schon die Wurzeln. Ne? Geil, ne? Nach noch nicht mal 48 Stunden geht es jetzt los. Ne? Also gießen wieder so. Tunkt es rein. Fertig aus, das war's. Auch geil, ne? So. So, jetzt hier. Geht rüber. Ne? So sehen die Mungbohnen aus. Jetzt, also dauert etwa 48 Stunden, dann sieht das so aus. Man sieht jetzt schon die ersten Keime. Die kann man jetzt rein theoretisch schon essen, ne? Die sind dann jetzt auch nicht mehr. Man kennt ja Mungbohnen, ne? Man tut die dann ja kochen, ne? Dass man, weil die sind ja hart, ne? Aber die sind jetzt weich.
Die sind wie gekocht quasi, ne? Bloß, dass sie halt nicht gekocht sind. Die sind jetzt am Keim, ne? Aber jetzt ist der Saturn, wo es jetzt mit der Nährdichte explodiert. Also dieser Vitamin-C-Gehalt, der ist... Leute, das ist unnormal. Ja, also die haben jetzt schon so viel Vitamin C, dass jetzt eine Zitrone nicht mehr mithalten kann. Ja? Kein Obst und Gemüse, ne? Was wir das hier so kennen, ne? Heftig, ne? Also quasi, so sieht es dann aus. Kannst du mal kurz hier demonstrieren. So sieht es aus, ne? Siehst du das? Ein Sprossenhaus. Gleichmäßig. Ist gleichmäßig, ne? So, okay. Ich klemme mal in die Etage. Weiter. So, die Mongbohnen. Guck mal. Ihr habt ja gesehen mit der Pumpe, wie schnell es geht mit der Pumpe, ne? Das ist simpel, macht sogar noch Spaß. Das ist ja wie, ne? So, und das ist mal nervig, weil das macht man ja zweimal am Tag, morgens und abends. Und wieder auslöschen soll, halt, ne? So, ne? Nein, mal so. Dann nochmal. Das reicht. Fertig aus. Da sieht, macht Wasser ein bisschen rein, reicht. Das ist ja nichts anderes wie gießen. Ja? Ich muss noch nicht austrocknen. So, aber wisst ihr was? Genau, das müsst ihr jetzt dann wieder heute Abend machen, ne? So, macht ihr jetzt so. Fertig aus. So, dann kann ich jetzt gleich die nächsten Sprossen wieder drin machen zum Aktivieren. Die Samen aktivieren, ne? Dass sie sich dann mit Mineralien vollsaugen können. Ne? Dann habe ich jetzt wieder hier, halt dann da drin. Ne? Kann man jetzt rein theoretisch schon essen. Ja, kann man essen. Und wir sind aus dem Mongbohnen, ne? Hier so da. Die sind jetzt hier, der Vitamin C-Gehalt ist nicht mehr normal. Wir wissen, Vitamin C ist essentiell, die brauchen wir. Ihr Vitamin C ist für noch viel, viel, viel mehr als einfach nur Immunsystem. Noch viel, viel, viel mehr. Vitamin C brauchen wir über alles. Auf alles brauchen wir das. Ist essentiell. Genau, auch viel Magnesium, ne? Ist auch essentiell. Eigentlich brauchst du alles, ne? So. Hab ich's mit dir gemacht. Mhm. Das sieht jetzt aus. Das ist reingelegt. Mhm. So. Kann ich dann drauf stapeln. So. Und da habe ich ja dann meinen Grünkohl. Der Grünkohl, der braucht ein bisschen länger. Wir, ja, hier unten kann man sehen. Ja, okay, die Kamera, okay, sind gerade zu dunkel. Hier unten sind dann die ersten. Die ersten Keimfortschritte. Braucht ein bisschen länger, der Grünkohl. Okay, lass ich einfach jetzt noch ein Glas. Quasi. Quasi, wasche ich das jetzt schon auch nochmal aus. Wasser ist klar, sauber. Von daher, einmal nur, reicht. Zack, zack. So, dann hat man ja jedes Gestell. Guck mal, kann man das selber bauen. Rein theoretisch kannst du es abnehmen. Das abnehmen. Rein theoretisch kannst du ein Tuch drauf machen, Handtuch oder so. Machst du ein Handtuch drauf? Du musst das Wasser rausbekommen, wenn es hier drin schwimmt, jetzt schwimmt es ja, sieht er ja, ne? Der Boden schwimmt. Wenn man es die ganze Zeit hier drin lässt, fängt es an zu schimmeln. Ja, das Wasser muss ja raus. Das ist wie Gießen halt, ne? Also man muss, das Gestell kann man weglassen. Du musst einfach nur das Wasser wieder rausbekommen. So halt, ne? Dafür ist das Gestell, dass es dann ablaufen kann. Macht es dann so, aber dann halt, den, das ist halt stylisch, ne? Mit dem Stink hier, ne? Also so, stylisch mit dem Stink hier, ne? Dann kann ich den immer hier so einhaken, ne? So. Fertig aus. Die lege ich eigentlich. Ach, ich lasse sie auf ein Glas. So. Um die Zeit wegzunehmen, habe ich jetzt meinen. Ne? Hier, guck mal, wie schnell das geht. So. So hoch. Oh, Mist. Hüpf. Ja, einmal gegossen, fertig aus. So. Das war's. Wenn man sich mal andere YouTuber anschaut, auf YouTube, bei Sprossen und so, ich halte das für übertrieben halt, ne? Man muss mit Influencer aufpassen, ne? Auch mit die Gewinnspiele. Meine, viele Leute, die tun bei sich selber und dann die Kommentare, ne, antworten, also inszenieren. Ja, also da muss man so aufpassen. Okay, jetzt weiß jetzt hier nicht das Thema. Denke, wenn man sich mal so umschaut auf YouTube, da sind Leute, die sind für mich unglaubwürdig,
Ist mal klar, ich habe jetzt einen Sprossen. Das sind Leute, die bauen sich da aus dem Baumarkt, die haben da so ein großes Ding hier, 60 cm mal 40 cm, so ein Ding, und haben die ganz viele Etagen so aufgebaut. So, da frage ich mich mal, essen die das überhaupt eigentlich? Wie, das ist so viel, was sie da anbauen, das kann man gar nicht essen, so viel. Ich halte das wie überdrehen, einfach so jetzt zum Aufputschen. So was wie Clickbaits oder so. Also ich könnte nicht so viel Sprossen essen. Und ja, und die bauen ja so viele an. Also dann, also ich bin 41, ne? Also ich habe noch nicht mal ansatzweise graue Haare. Dann sind ja Leute, die haben schon graue Haare und geben sich aus halt, ne, so. Für mich sind die unglaubwürdig, ja? Also wenn ich mal so ein bisschen umschaut auf YouTube mit Sprossen, ja? Die reden und reden und reden. Und dann guckst du die anderen an, andere Leute an. Die reden genau das Gleiche. Das, als wäre das auch so von diese Hippies halt, diese Hippies halt, ne? Wie auch vegan. Ich bin nicht vegan. Ich esse aber keine Tiere und sowas. Bin aber nicht vegan. Vegan ist ja wieder wie Art, das ist ja eine Sektenbewegung. Ja? Eine Sektenbewegung. New Age, ja? Ein bisschen aufpassen mit den Leuten, ja? Nicht, dass die euch da was euch vollquatschen mit Lichtenergie. Man kann sich mit Lichtenergie sich dann ernähren. Ja, dann tust du verhungern. Ihr müsst mit diesen Leuten aufpassen. Die sind so überall halt, ne? Also Leute, die gehen sich aus als 20 Jahre lang vegan. Das. Also ich esse mein ganzes Leben lang keine Tiere, ja? Ich habe keine graue Haare. Ja, ich bin 41. Und dann sind Leute, die sind in meinem Alter, meine Generation, und die sind schon. Klar, ich bin gerade vor kurzem aufgestanden. Ich sehe jetzt natürlich, das ist normal, wenn man gerade aufsteht. Ne, sieht ein bisschen zerknirrt aus, und zumal fällt das Licht hier von hier oben runter. Und es ist ja alles ist ein Schatten. Ne? Normal, völlig normal. Und wenn halt mein Kopf so nach unten geneigt, da ist meine Wangen, die sind aber nach unten und sehe aus wie 50. Ne, aber völlig normal, ne? Ist optische Täuschung. So. Aufpassen mit diesen Leuten da. Das ist nur ein Tipp. Denn diese Werbung mit diesen ganzen Supplementen, Supplementen, wie es heißt, mit Vitamin D3, das. Checkt ihr das? Das wird immer mehr mit dieses Zeugs aus die Reagenzgläser, was dann immer vermarktet wird. Für mich sind diese Leute, also die ganzen Videos, ist nichts anderes als ein Werbespot. Dann gibt es Leute, die fahren jetzt Fahrrad mit einem Rennrad. Ja, und im Endeffekt, dann zeigen sie euch Produkte vor. Sollt ihr kaufen. Checkt ihr das? YouTube ist nicht mehr YouTube. YouTube ist die reinste Werbeplattform. Auf YouTube liegt der ganze Markenanteil. Nicht mehr auf dem Fernseher. Der Fernseher ist jetzt YouTube. Check. Da müsst ihr so aufpassen. Weil ich muss ja mal lachen, wenn ich da mal höre, so, ich gucke kein Fernsehen. Ja, ich auch nicht, aber ich gucke YouTube. Und die Leute auch, also das Fernsehen gucken, ja? Auf YouTube wirst du gehetzt, du wirst politisch umstimuliert, das, ne? Aufpassen, ja, ist ein Tipp, ja? Ach ja, das ist ja immer noch die Vorbereitung für meine Pizza, ne? So, war es doch langweilig, wenn ich jetzt einfach das Video so unter einer Minute halte, wie ich jetzt immer so mache, ist ja langweilig, ne? Lass mich einfach mit, so eine Episode, so halt, Daily Vlogs. Und es geht doch darum, jetzt momentan ja, wenn der Menschen krank und so, ihr hört jetzt mich, ne, ich bin gesund. Und das ist der Unterschied. Ja, und andere Leute. Bei mir sind immer nie Kommentare, höchstens mal ein, zwei Kommentare oder so, ne? Guck mal, woanders hin. Da sind immer so viele Kommentare. Die sind auch selbst geschrieben. Und die meisten Kommentare sind Bots. Ja, das sind Bots. Jetzt will ich mich mal kurz mal drauf eingehen. Ich habe einen Kommentar bekommen gehabt auf das letzte Video. Es wird kalt. Der Winter, da kommt ein Winter, der wird sich gewaschen haben. Das hat sie schon, habe ich schon gezählte Mal schon erwähnt gehabt. Also viele Leute werden sich umgucken, nicht. Ich sehe es ja schon kommen. Schon, das habe ich schon so vor einem Dreivierteljahr, Anfang des Jahres. Ende letztes Jahres schon habe ich das erwähnt gehabt. Dieser Winter, der wird es in sich haben. Zweiter Kommentar auf das letzte Video. Was ich ja kürzlich als öffentlich gestellt habe. Welcher Entsafter?
Leute, wisst ihr was? Ganz YouTube, da sind Leute, die machen Werbung, ja? Und die kriegen Geld dafür. Ich schätze nicht. Weil andere Leute, guck mal, die meisten Leute, die arbeiten irgendwo bei Saturn, das sind irgendwelche Angestellte von irgendeinem Elektroladen. Die sind dann halt ein bisschen verkleidet und so weiter, halt, ja, die Schnösels halt, ne? Da und da kauen euch einfach nur ein bisschen Honig ins Maul, Kacke ins Ohr, dit und dit und dit. Also wenn die das hören, wenn ich jetzt hier so, die fassen mich an den Kopf, die sagen auch, Alter, wie bescheuert ist denn der Kaspar? Man könnte mich gerne, also ich habe auch einen Gewerbeschein, du weißt nicht, ja. Wenn theoretisch könnte ich auch als Influencer durchgehen, also arbeiten könnte ich, klar. Man könnte mich anmieten, klar. Pro Influencers. Von 2023 hoch auf 2026 werden die Kosten versechsfacht. Also die ganzen Influencer, die verdienen sechsmal mehr als wir noch vor, also wie noch vor letztes Jahr. Sechsmal mehr. Also YouTube muss so umbenannt werden in deine Werbung. Ne? Dann hast du dann so deine Plattform, das heißt dann deine Werbung. Aber nicht mehr YouTube, also deine Stube, dein Raum. Das ist eigentlich umbenannt, wenn dann deine Werbung, dein Teleshopping, ruf mich an. Tsch, tsch, kriegst du richtig, Alter. Also die Leute, die denken, wenn ich jetzt, also, also ich werde es nicht preisgeben. Die Lehrstelle, die sagen dann auch, oh, guck mal, der macht das ja kostenlos. Da, bei den anderen, da müssten wir ja ganz viel 1000 Euro bezahlen. Oder der kriegt einen Rabattcode von 10%. Deswegen tun die Leute ja auch überteuerte Geräte verkaufen. Wenn jetzt einer ein Gerät mit 1700 Euro oder sagen wir für 1000 Euro ein Gerät verkauft, der kriegt dann 10% Rabatt. Das heißt, wenn er ein so ein Ding verkauft hat, hat er mal 100 Euro verdient. Einfach mal so. Der macht ein Video und die Videos jammern mal gleich, weil es ja Werbespots sind. Also wie gesagt, YouTube ist nicht YouTube, YouTube ist heute deine Werbung. Also Leute, also guck mal, nur diese Leute stehen immer ganz oben auf der Liste auf YouTube. Aber die richtigen YouTuber, so wie ich, die was drauf haben, und so, die nicht, die werden ganz nach unten geschoben, weil ich ja kein Influencer bin. Verstehst du, nur die Werbespots, da, die wollen ja verdienen, YouTube ja auch, das ist die ganze Geldmaschinerie. Und die erstellen ein Video, dann haben sie manchmal eine Viertelmillion, sagen wir mal 100.000 Aufrufe. Von 100.000 sind da 100.000 Menschen, und da sind dann sicherlich Minimum 10 Leute, die dann ein Gerät kaufen. Das heißt, der hat ja mal einfach mal so 1000 Euro gemacht. Deswegen machen die ja mal so gerne dann die Videos. Na, guck mal, die verdienen schweinviel Geld, während ich ganz normal arbeiten gehe und Steuern zahle. Ja, ganz normal, ja. Und die, ganz simpel, sitzen die da, ohne sich zu bewegen, hocken die da und quatschen dir, was du eigentlich auch auf Google lesen kannst. Quatschen, quatschen, quatschen. Das ist einfach, das nennt man unterwandern. Das sind ja Geschäftsleute, ja. Diese Geschäftsleute wollen nicht nur unterwandern, dass du denn kaufst. Mehr ist das nicht. Das sind diese YouTuber heute. Also die Werbe machen. Ach ja, wir haben heute nachher Neumond in Jungfrau, ne? Jetzt bin ich so ein bisschen analytisch. So ein bisschen. Ach, das macht doch Spaß, ne? Mit Meckern macht doch Spaß. Ich habe auch selber eine richtig krasse Jungfrau-Betonung, ne? Also, okay, wegen Entsafter. Empfehlen. Habe ich doch schon empfohlen. Kauf dir Entsafter, was du willst. Die anderen Leute, die wollen halt Geld machen. Die wollen halt nur, dass du halt ein Gerät kaufst. Okay, pass auf. Kauf dir schon mal keinen Entsafter von Q-Wings. Die Dinger, weißt du, von der Reinigung sind die Dinger absolut scheiße. Ja? Und außerdem ist Q-Wings, die bauen die ganzen. Guck mal, Q-Wings sind wie die Chinesen. Während eigentlich Q-Wings deutsch ist, ne? Peinlich, ne? Q-Wings baut die ganzen Teile nach von Hurum-Entsafter. Die Hurum-Entsafter. Die sind schon über 40 Jahre auf dem Markt. Die sind eigentlich waren das die ersten gewesen, die den Safter ja gemacht haben. Pass auf, probier den Safter. Entsaften ist ein Handwerk. Aber das hier hat ja nichts mehr mit dem Handwerk zu tun. Doch, Gemüse schneiden und so. Macht man heute auch nicht mehr. Die Entsafter haben ein großes Verfassungsvermögen, dass du einfach nur reinballern kannst. Fertig aus. Hat nichts mehr mit dem Handwerk zu tun. Entsaften wäre ein Handwerk. Schlag Google auf. Und dann kannst du auch eine Handpresse kaufen, das ist so ein Schraubding, kannst du hier reinschrauben, also wie so ein Schraubstock. Und kannst du so reinstecken und den kurbelst du mit der Hand. Kannst du auch entsaften. Also benutzt man eigentlich, hat man mal benutzt für Gras und Saften, Weizengras und Saften. Weizengras wäre eigentlich
Ernährungsberater kommen an der Grenze, was jetzt die Brennnessel übertoppen soll. Weizengras. Da hast du alle Vitamingruppen drin, B-Gruppen drin, Vitamin B12 an Überschuss. Wirklich alles. Da kommt ja nichts mehr mit, ne? Also Weizengras. Also Weizengras, wenn es den Keim lässt, ne? Es ist wechselnd so hoch so, ne? Ne? Wo du die Brennnessel und alles, was du kennst, also Supplementen, übertoppen. Alles, ne? Also Influencer und so, die wollen ja irgendeine Zeit aus dem Haus Reagenzgläser dir andrehen. Mit Vitamin D3, das. Ja, Sprossen, naja, die Elfersprossen, wenn die dann Blätter schlagen. Die ganzen Chlorophyll und so, das ist ja Sonnenenergie. Das ist Sonnenenergie. Nur mal so. Ich habe sowas noch nie genommen. So die ganzen Supplementen und so. Protein und sowas. Ja, die ganze Pulverzeug. Ich halte davon nichts. Da komme ich halt mit Buchweizen um die Ecke geschossen. Buchweizen hat sehr, sehr viel Protein. Auf 100 Gramm. In der gekeimten Form. Wenn du eingehst, Buchweizen, ja, Inhaltsstoffe, das ist schon heftig, ne? Aber das ist die ungekeimte Form. Aber wenn es gekeimt ist, wir sind mal 20, 30, 40, 50 mal höher. Check. Okay, deswegen, und dann gibt es halt die Supplementen, das Pulverzeug. Das soll quasi die Sprossen so halt, das ist irgendwie so eine Sprossenkopie. So halt, aber das ist was mit Reagenzglas. Das ist tote Vitamine, ist das. Also, ein Säfter, kannst du kaufen, 35 Euro. Kannst du einen Schraubstock, kannst du das machen, zack, dann kannst du mit reinkurbeln. Ja, kannst du ja auch, dann kannst du dann dein Gemüse machen. Fertig aus, kostet 35 Euro. Fertig aus. Hier, die Dinger hier. Sag's mal so, umso günstiger du kaufst, wenn du denn doch denn dabei bleibst bei meinen Säften, dass du wirklich das dann fest in deinem Leben dann intrigierst, einbaust in deinem Leben mit den Säften tagtäglich, so wie ich, ja, dann wirst du im Endeffekt ein zweites Mal kaufen, wenn du einmal günstig gekauft hast. Also wenn man einmal günstig kauft, kauft man im Endeffekt ein zweites Mal. Das ist halt so. Quasi betrachte das hier so als ein Einsteiger-Ding. Ich habe mir das einfach nur geholt wegen Brennnesseln-Säften. Sonst habe ich mal ein Zentrifugal. Also Influencer wollen ja Geld machen, ne? Deswegen kommen sie halt mit Sauerstoff in die Ecke geschossen. Dann quasi Honig ums Maul schmieren. Das hat eine langsam drehende Schnecke für mehr Inhaltsstoffe. Es entsteht keine Hitze. Also hier würde jetzt eine Hitze entstehen. Das ist jetzt Zentrifugal, ne? Das Ding dreht ja. Ne? So. Ach ja, es ist laut. Das ist nicht laut. Halt mal. Bum. Ja? Wollen wir ein bisschen Mucke machen oder was? Dann gibt es teure Geräte, die hörst du so gut wie gar nicht mehr. Ganz ehrlich, mich stört das nicht. Also, das ist ein bisschen. Mich stört das nicht. Das sind halt mal so diese Argumente, ne? Und Safter. Also noch einmal, also von Kuhwings, die Dinger, die sind halt leider kacke mit dem. Also Kuhwings hat ganz viele Sortimenten von den Safter, ganz viele. Der eine Safter ist gut wie das, die anderen Safter ist wieder so gut. Dann gibt es wieder von Kuhwings einen Safter, der ist wirklich von allen schnellt am besten ab, mit Sellerie. Wenn ich jetzt hier Sellerie in Safter, den hier, also mit Zentrifugal habe ich das Problem ja nicht. Ich glaube, es ist ein Blumenstrauß rein, zack, fertig aus. Die Reinigung hier mit, da kommt da nichts mehr mit. Wenn ich jetzt aber hier einen Zuschießer Sellerie in Safter, das ist ja faserig, ne? Dann kriege ich teilweise das Ding hier nicht mehr ab. Oder hier, ne? Das kriege ich ja nicht mehr ab. Weil das dann alles so fest, weil es faserig ist. Das ist dann alles. So, und das ist dann fast. Das ist dann eigentlich mit allen im Saft. Ja, das ist dann mit allen im Saft dann so. Außer bei denen hier jetzt nicht. Und dann bei Kuhwings ist so ein Safter, der hat die beste Ausbeutung halt. Der ist aber nur ein einziges Gerät halt von Kuhwings. Kuhwings hat hier 5, 6 Dinger. Der eine ist da beschissen, der ist wieder da beschissen, der sind da wieder so beschissen und alle sind beschissen im Reinigen. Also Kuhwings würde ich schon mal nicht empfehlen. Die bauen halt nach, ne, von Horums. Wenn, würde ich halt so, ne?
Dann gibt es die Angel Smoothies. Die sind eigentlich speziell ja eigentlich für, also für Kräutern gedacht. Das ist wieder auch nur eine ganz kleine Öffnung. Und dann muss die Dinger, die haben 3 PS. Weißt du was, hol ich mir so einen Schraubstock für 35 Euro, ja? Anstelle ich hier 1700 Euro ausgebe. Nee, 35 Euro. Worauf ich mal einen Schraubstock, kann ich selber kurbeln, ja? Und dann habe ich hier nicht tausende Dinger, wo ich auseinanderbauen muss, hier, ja? Und dann erstmal mit lange Brauch zum Sauber machen und dann wieder lange Brauch wieder zusammenbasteln. Nee, da habe ich Schraubstock, zack, fertig aus. Eigentlich kannst du gleich mal einen Eimer Wasser rüberkippen. Fertig aus, sauber, ja? Das ist heute meine Chips für den Saften, also Entsafter. Könnt ihr euch ein Ding kaufen für 35 Euro oder so? Die Dinger sind halt richtig laut, übelst laut, wirklich laut. Da sollte man eine Rücksicht nehmen auf die Nachbarn. Jetzt wird es mir so warm drin. Muss ich die Klimaanlage wieder ausmachen. So. Kannst du hier mal reintasten mit den Säften? Holt ihr einfach mal so ein Ding mal für 30 Euro, einen Saturn oder so. Ne? Aber die sind ja auch zentrifugal. Die sind dann laut. Die Dinger sind dann, könnte sein, dass du Oropex wieder brauchst. Die haben so ganz gut. Ganz komische Tonfrequenzen im Ohr, so halt, das könnte lästig sein. Gib auf jeden Fall, mein Tipp wäre nicht unter 100 Euro. Aber letztens war ein Smoothjuicer, das war eigentlich 1 zu 1 der hier, den ich habe. Und dann gibt es davon noch einen Nachfolger. Da wäre diese Öffnung, also hier, wo ich das Gemüse dann reinmache. Der ist 77 Millimeter, wäre der Durchmesser. Da kannst du auch ganz viele Stücke reinmachen. Das ist der Nachfolger von dem hier. Der kostet 250 Euro. Lidl hat, ich blende mal ein, hat das Ding nachgebaut. Für 49 Euro gab es den Lidl. Wurde nachgebaut. Ich zeige dir mal einen Screenshot. Momentan hat Lidl diesen Smoothjuicer für sagenhafte 42 Euro von erst. Diese Firma, das scheint mir so zu sein, dass sie es eins zu eins nachgebaut haben von dem Panasonic, den ich habe, was den weiteren fortgeschrittenen, der eigentlich in Laden so 250 bis 300 Euro kostet. Den kriegst du hier, bis in einer anderen Firma, also diesmal nicht Panasonic, aber es sieht eins zu eins gleich aus. Der kostet jetzt, wo du hier kriegen, im Lidl für 42 Euro. Krass, ne? Dann kriegst du so ein, hast du eine größere Öffnung. Kannst du gleich ganze Stücke reinwerfen. Bei meinen zum Beispiel, Smoothjuicer, musst du mal kleiner schneiden. Der wäre gut, den normalerweise müsste ich dir mitnehmen. Werde ich vielleicht auch noch machen, ja. Das Ding habe ich meinem Bruder am Herzen gelegt, dass der jetzt auch mal in Saftenkörner mit anfängt und so. Zumal, ich kann es nicht sehen, wenn der, ich meine, der hat so viel Kosmetik, was der da benutzt, mit Cremes, das. Der hat so krasse Haut, also hat wirklich Hautprobleme, so richtig früher schon mit Akne und so halt, ne? Ach ja, ich bin der Einzige in meiner ganzen Familie, der keine so Akne hatte. Alle meine, ich hab noch vier Brüder habe ich, die haben alle Hautprobleme mit Akne, Pickel, das. Ich bin der Einzige, ich bin der Einzige, der, ja. Meine Schwestern auch, die haben dann, wo die noch jünger waren, ich bin der Jüngste, so, also, ne? Da sind halt älter wie ich, wo die in meinem Alter waren, noch jünger sogar, hatten die schon graue Haare, so den grauen Haarwuchs. Ich nicht, bin 41, noch nicht mal ansatzweise. Ne? Okay, bin aber auch der Einzige, der eine ganz andere Bewegung hat. Ich spiele keinen Computer, ich habe Fernsehen nie. Also wenn man den Fernsehen guckt oder Computer spielt, dann stehst du permanent unter Stress. Verstehst du? Stress. Und da kriegst du, man sagt, ja, reg dich nicht auf, sonst kriegst du noch graue Haare. Das sagt man als ein Sprichwort, ne? Das ist wirklich so. Rat mal, warum wirklich in den Medien nur negativ berichtet wird. Um dass immer das Immunsystem unten gehalten wird. Deswegen sind ja die Menschen immer krank.